And I need you. And I miss you. Hallo und herzlich willkommen bei Payday 2. Hast du das gerade gesungen? Ja, das habe ich gerade gesungen, tatsächlich. Alter, ich habe voll wenig Kohle jetzt wieder, weil ich hier so Fertigkeiten abgegradet habe. Ist mir gar nicht bewusst, dass man da Geld verliert. Doch, da zahlst du tatsächlich Geld für. Ja, das habe ich schon gesehen, aber ich bin es mir trotzdem nicht bewusst gewesen. Ist das nicht ein bisschen verdächtig, wenn viele Leute hier so gleichzeitig in eine Bank gehen und hinter ihnen ist ein Schutzwesten an und Stuff? YOLO. Man also rennt auf der Straße ins Auto für mich selber jetzt, ist einmal wer zur Hölle meine Fresse. Das war der Ondra. Nicht Spaß, das war ich. Inkompetenz. Okay, let's grab everything we can. Also ich mach wieder die Hintertür auf. Ja, das war eine gute Taktik. Was denn? Ich wollte den Polizisten erst K.O. schlagen, aber der hat mich... Ich meine, das ist eine gute Taktik, dass du die Hintertür aufmachst. Achso. Das war jetzt nichts Negatives. Okay, gut. Ich leg das Medikit wieder dorthin, wo es... Auch wenn sich... ich merke das in den Aufnahmen. Ich empfinde das zumindest so. Wenn ich sage, okay, das hast du gut gemacht, hört sich das irgendwie sarkastisch an. Ich weiß auch nicht. Ja, weil du Sarkasmus... Sarkastisch an. Ja. Tu nicht so unschuldig. Die sagen, keine Ahnung, Waffen weg und so weiter, Scheiß, und wir räumen die ganze Bank leer und den ganzen Schmuckladen. Wir hören gar nicht auf. Mickey Gamay. Ich höre aber einen Bohrer, oder? Ja, der ist irgendwo links. Das ist von mir aus. I don't know. Aber diese Diamantenschmuckladen-Kacke, da lohnt sich. Wir ignorieren einfach mal den SWAT-Typ hier, der da mitten im Raum steht, ne? Ja, habe ich mir auch gerade gedacht. Wir brauchen nur das Geld. Da ist er, Ruhe. Ach, der ist in so einem Geheimraum, der Bora. Bora Bora. What the fuck? Alter, überall SWAT-Typen bei dir. Was war das jetzt für eine Waffe? Die hat mich mit zwei Schüssen niedergestreckt, obwohl ich volles Leben hatte. Hinter dir war eine mit einem MP5 und neben dir war eine mit einer Schrotze. Okay, jetzt weiß ich warum. Ich will doch nur den Schmuck nehmen, verdammte Scheiße, ist das ein Schmuck. Es ist so verdammt umständlich mit dem scheiß F. Was war mit dem Shady von Jungs? Mit Q wäre das wesentlich einfacher. Das macht kann man jetzt nicht helfen, Alter, ohne Spaß. Wem? Ja, diesen Ondra, der da draußen hat. Mit dem SWAT-Beschuss. Der chillt mal ein bisschen da drüben, ja. Ja, so. Komm, weiß ich helfen. Sorry, Ondra, I can't help you. Cover me, genau. Ich glaub dich kaputt, du Scheiße. So. Fessle ich mal den nächsten. Okay, Hintereingang wieder mal. Alles ablegen. Hallo. Ja, ich schätze schon. Ich sichere wieder mal die. Alter, alle Spasten, Mami! Alle Spasten, Mami! Die AI ist überragend. Also alle Taschen rausbringen, ich tue wieder einen Eingang sichern. Warte mal, aber erst muss ich mir Medikit holen, also geht das nicht weiter, wie das hier ist. Ja,
Alter, mach's dir kalt. Sogar einen ersten Stock hoch. Ich brauch Medic. Heute gesichert? Heute gesichert? Lol, wir hatten das geschafft. Okay, der Typ ist da hinten, nice. Alter. Der hat richtig ja geil geparkt. Geil. Alter, hier können richtig wir ja geil voll viel holen, ey. Ja komm, jetzt mache ich auch mit, scheiß auf sichern. Das sind 5 Meter, die wir laufen müssen. Ich kann eine Guard ich kann eine Geisel gegen einen Teamkollegen eintauschen. Mach mal. Hab ich schon. Du hast Ondra Lehe aus der Kraft aus der Haft befreit. Er wird's dir danken. Bestimmt hat er nur noch 5 Sekunden, aber scheiß drauf. Nee, man braucht ja die Geißeln dafür, um neu zu spawnen. Das ist ja das Eintauschen. Aber scheiße, ich bin ohnmächtig. Wo? Oben? Da oben, ja, bei dem im Zimmer. Das gibt's doch nicht, ey. Wie schaffen die ständig, mich voll zur Strecke zu bringen? Dankeschön. Kaum noch Money. Wo sind die ganzen Säcke? Geldsäcke. Ich glaube, wir haben schon alle, Alter. Ohne Spaß, aber der Bora ist. Also von daher. Bora Bora. Colonio, take the medkit. You're near dead. Ist das denn jetzt, ich wollte gerade auf jemanden schießen und der entscheidet sich erstmal nachzuladen. Will es jetzt gleich nehmen und du klaust es hier. Alter, wie präzise kannst du schießen, jetzt mal Spaß. Das ist Scheiße vom Feinsten. Aua! Warum will ich den Bora noch 3 Sekunden, geil. Dann haben wir auch noch das Gelb vom Bora. Bora, Bora. Warum sage ich das ständig? Da war gar nichts drin, what the fuck? Egal, let's get to the escape zone, I think. Ich glaube, da hat das schon jemand genommen oder so. Let's fall back to the escape zone. Wird das jetzt was? Ja, Mann. Ah, ich glaube, wir müssen noch kein Geld ausgezahlt, du musst zuerst entkommen. Geil. Erstmal null Erfahrung, ja, ist klar. Bin total zufrieden. Alter, null aber Erfahrung. Ich hätte nicht gedacht, dass Payday so viel Laune macht im ersten Moment. Mhm. Aber dieses präzise Schießen ist schon ein bisschen kacke. Weil ich treffe wirklich gar nichts irgendwie. Und was mich aber auch ein bisschen stört ist, SWAT sollte eigentlich koordiniert sein. Aber da rennt's einfach, hey, jetzt gehst du rein, lass dich erstmal niederschießen, danach geh ich rein. Und dann geht der andere nochmal rein. Aber alle nacheinander. Ja, gar nicht koordiniert. Gut, sagen wir es mal so. Wenn sie koordiniert vorgehen würden, dann wäre es einfach zu schwer. Ja. Aber dann wären es halt eben auch nicht so viele. Weißt du, dann würden sie halt eben nicht so viele SWAT-Teams machen. Aber nur so ein Team aus 10 Leuten oder so. So, wir haben noch 2 Taschen im Ich fessle erstmal so viele, wie ich kann. Und wo... Ich gebe mal aufs Dach, gebe ich mal... Na, wobei, hier, wo die Taschen sind, gehe ich mal das Medikit. Was sind die ganzen Taschen? Ich hab's schon gedrückt. Mitten im Laden. Mitten im Laden. Obama im Laden. Ich mach mal den Hinterausgang auf, ne? Yes, Your Highness. What the fuck? Hm? Ja, da kommt, da charged einer. Hilfe. Eine Minute. Also ein 2 kommen da. Dun 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 dun.
hinten schon mal ein bisschen frei. Versuch's zumindest. Okay. I'm on my way. Ist glaube ich noch kein Bullet. Kein einziger. Ne, hinten ist noch kein einziger. Ah, aber ein Scharfschütz hab ich. Und der Scharfschütz ist tot. Wer immer ihn erwischt hat, danke. Der Heli ist da, der Heli ist da. Er landet auf dem Supermarkt, glaube ich. Ja, er landet auf dem Supermarkt. Let's go on the Supermarkt. Hier sind die Roof. Ich geh schon drauf. Okay, ich bin da. Ich bin der Erste. Das stimmt. Ich bin gleich unterwegs. Weißt du, jetzt schmeißen wir die Taschen dorthin und dann fliegt der Heli weg ohne uns. Ja, klar. Ist so, es kommt wirklich so vor. Da macht er sich schöne Tage. Crouch. Haben wir alle? Wieso? Okay. Ah, jetzt hat. Good job. Alter, das läuft ja. Wir werden immer besser, Junge. Aber das ist nicht so viel, oder? Doch. Okay. 141? Ja, nice. Nee. Jetzt machen wir nur noch diese Mission, oder? Aber das wäre zu eintönig. Ja, das wäre zu eintönig. Aber auf jeden Fall, wir sehen uns nach dem, also bis zum Kartenziehen mache ich jetzt noch und dann sehen wir uns erst wieder im nächsten Part. Okay, nee, wir haben nur, ich habe nur 42.000 bekommen, also Bargeld. Der Rest ging ganz. Ich habe auch nur 42 bekommen. Cent halt. Leichte Schutzweste jetzt im Inventar verfügbar. Hä, was habe ich denn jetzt an? Du hast eine Schutzweste. Die leichte Schutzweste ist mobiler, aber schlechter, bietet schlechteren Schutz halt. Ist unauffälliger. Und unauffälliger, ja. Aber ich will jetzt mal bitte eine gute Karte ziehen, bitte. Ja, das denke ich mir auch die ganze Zeit. Das ist eine Karte. Nur so ein Waffenscheiße. Kompensator für die Mini-Pistole. Mini-Taglight. LOL. Ja, was denn Kompensator ist? Kompensator ist doch geil. Ja, aber nicht für die Waffe. Ich hab die Pistole nicht mal. Jo Leute, das war das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das Video links ist von mir, das Video oben rechts ist vom LaPlayer und das Video unten rechts ist vom Agent Alex. Da könnt ihr mal vorbeischauen. Und ja, dann würde ich sagen, ciao Leute.